Herzlich willkommen zu unserem neuesten Schnittlabor-Video. Dies wird nun ein Standard-Unboxing-Video der neuen Sony RX0-Kamera. Ganz so wie in unserer Sony RX10-Testserie, die man jetzt hier rechts oben im Bild verlinkt finden kann, haben wir auch vor, mit der neuen Sony RX0 eine ähnlich detaillierte Playlist zu erstellen. Sie ist dann auch hier rechts oben im Bild verfügbar. Wahrscheinlich ist die Erstellung einer solchen Playlist nötig, denn die meisten Videos auf YouTube sind bei dem Event in New York entstanden, als die Kamera vorgestellt wurde. Deswegen fehlen natürlich die nötigen Details. Wenn ihr also an weiteren detaillierten Testvideos der RX0 interessiert seid, vergesst bitte nicht, unserem Kanal zu folgen, lasst diesem Video bitte auch ein Like da oder kommt einfach demnächst wieder, um ein paar neue Infos in Bezug auf diese interessante Kamera zu bekommen. Nun aber hier erst einmal zu unserem ganz konventionellen Unboxing-Video. Hier ist ein 1-Zoll-Sensor verbaut mit einer Auflösung von 15,3 Megapixeln, eine 24mm Linse bzw. 24mm Objektiv. Die kürzeste Belichtungszeit liegt bei einer 32.000stel Sekunde. Man kann hier Zeitlupenaufnahmen erzeugen im HFR-Modus bei 960 in NTSC bzw. 1000 Bildern pro Sekunde in PAL. Die Kamera leistet einen 4K-Output. Verfügt über Multikamerakontrolle, ist wasserdicht bis zu 10 Metern und auch schock- bzw. unfallresistent bis zu einem bestimmten Grad. Dieser Sensor nennt sich Exmor RS-Sensor. Ein Bions X-Prozessor ist verbaut. Es gibt ein HDMI-Output, Dolby-Audio-System mit Mikrofon drinnen verbaut. Zertifiziertes Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation, XAVCS, Codierung innerhalb der Kamera, ein Memory-Stick-Möglichkeit. Diese Kamera kann auch über SD-Karte betrieben werden und Play Memories Home und Play Memories Mobile stehen zur Verfügung. Thank you.